Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Exido und ich mache jetzt keinen Witz mehr über mein T-Shirt, weil das ist jetzt schon die wievielte Aufnahme? Die vierte. Der vierte Die Versuch. zweite richtige und insgesamt die vierte, Ja, wo wir genau. getestet haben. Und wir haben hier übrigens einen Gastkommentator, wenn man das gerade hören konnte. Wenn nicht, wäre irgendwas mit dem Sound falsch. Ist zum Glück nicht der Fall, denke ich. Bitte? Der Sound passt bei uns. Ach so, okay. Also kurz vorstellen, Katharsis, ein anderer YouTuber. Ich wurde hier reingelotst mit dreisten Tricks mit der Frage, magst du Pferde? Und ich habe falsch geantwortet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber es hat gelangt, dass ihr sagt, jo, dann machst du mal ein Let's Play Together mit. Übrigens mein allererstes. Vorher habe ich nie geletsplayt, nie ein LPT gemacht. Ich kann noch gerne rezitieren. Ich habe dich gefragt, magst du Ponys? Oder weil ich brauche jemanden, der was mit reitbaren Untersätzen anfangen kann oder alternativ, der sie abgrundtief hasst. Und da hast du gesagt, naja, ich liebe sie nicht, ich hasse sie nicht, aber würden sie sie in einem Restaurant anbieten, dann würde ich sie auch essen. Genau das Und war's. ich Du bleib kannst es auch dabei. bei Und ich Skype bleib nachlesen. dabei. Ja. Im Vergleich zu letztem Mal müssen wir eigentlich was anderes machen. Kennst du das, wenn Leute sagen so, keine Ahnung, jetzt Daumen hoch, wenn ihr auch gerne Pferde essen würdet, um Klicks zu kriegen? Also Daumen hoch. Wenn ihr auch gern Pferde, was bitte? Daumen runter, wenn ihr diesen Witz offensiv findet oder wie jetzt? Oh, da kriege ich ja keine Daumen Das mehr. hast du jetzt gesagt. Also gut, Daumen runter, wenn der Pferde nicht gerne isst. Toll, Daran bist du danke. selber schuld, das wollte ich nicht sagen. Nein. Obwohl, wäre mal interessant, wenn die Leute, es gibt ja auch Leute bei mir, die klicken einfach Daumen hoch, die haben noch gar nicht das Video gesehen. Das können sie nachträglich erinnern. Ich glaube, das geht. Mano, Und sag ich denen das würde. nicht. Wollen wir jetzt langsam mal anfangen? Wir wollen nämlich ein Pferdespiel spielen, sonst hätte ich dich nicht gefragt, ob du Pferde magst. Und zwar spielen wir Mein Ponyhof, Mein Reiterhof 3D. Rivalen im Sattel. Richtig. Ah. Und da ich ja sowieso so toll zu Pferden passe, weil ich ja einen Pferdeschwanz habe, jetzt habe ich immer noch einen Pferdeschwanz. Und ich hoffe immer noch, dass du damit die Haare meinst. Natürlich, was denkst du denn? Ja, jetzt fangen wir damit mal an. Müssen wir erstmal eine Minute warten, bis alle deine Abonnenten sich ausgelacht haben. Die liegen wahrscheinlich kichernd am Boden. Toll. Meinst du, die sind so unreif? Ich hoff's. Dann Und mögen ich sie darf meinen wieder nichts Humor. sagen. Ich muss mich zurückhalten. Also es besteht die Gefahr, dass ihr jetzt ein ganzes Let's Play seht, wo ich Axidon nur disse. Und zwar grundsätzlich bis zum Ende. Es besteht auch die Gefahr, dass wir hier niemals anfangen, weil wir müssten langsam mal. Dann klick doch einfach. Ja, und es besteht die Gefahr, dass dieses Let's Play doch sehr pervers wird. Also, das Spiel mag Ja. zwar sein, ab wie vielen Jahren? Ab 0, ohne Altersbeschränkung. Aber wir Genau, erhöhen das. das jetzt auf mindestens ab 18. Ja, Wahrscheinlich noch höher. genau. So, wir haben jetzt übrigens die Sprache eingestellt. Wir haben genommen. Pferdisch. Hüüü! Yeah. Artefakt Studio. Ja, kennt ihr das nicht? Das ist das geilste Studio, was es je auf der Welt gab. Ich meine, Alte das ist auch das Opas und Männer, bekannteste. die aussehen wie Hitler, Mädchen und Mädchen, die das Recht schaut auf die Brüste, dann Ja. Mädchen mit Armeehelmen, grinsende Jungs, die wahrscheinlich unglaublich auf Emo-Jungs, das ja. Mädchenrecht stehen. Ja, Weiter und geht's. böse Snob-Mädchen, guckende noch ein Mädchen, Junge, der ja. sich nicht zwischen beiden Mädchen entscheiden kann, der Nächste, der aussieht, als Und ein hätte er keine alter Ahnung, Mann. der sieht aus wie Leighton in Jung. Und ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen. Richtig, aber das musst du ja auch nicht. Wir spielen ja hier nur ein Spiel und du kannst das Let's Play ruhig alleine machen. Ich mach die ganzen Tastendrücke und. Ich Nein, schaff ich. das, ich kann 15 Minuten Dauer reden, ich habe da kein Problem mit. Oh Gott, nee. Schmetterlinge! So, wir wollen einen Namen eingeben. Was für einen Namen würden wir denn eingeben? Das Das unsere naheliegendste oder. wäre ja. Ist das unsere oder der vom Pferd? Das ist jetzt unserer. Naheliegend wäre ja jetzt mein Name. Aber Ja. nö, ich nenne mich so wie vorhin. So eine Fusion aus Katharsis und Axido? Kataxido oder so? Kataxido. Oder Pony? Pony, aber dann darf ich den Pferdenamen ausdenken. Pony. Klingt aber Pony. gut. Pony finde ich super, weil wir ponen ja auch alle anderen. Und da du dich ja über die Story schon ein wenig informiert hast und du jetzt nicht nochmal das vorliest und irgendwas Doch, das geht. spoilerst, Ich hab dich nein, jetzt. nein, du. Das ist falsch. Das ist Aber nicht das mit dem Gift spoilern, bitte.
Was Nein, denn das mit hast dem du jetzt Gift? Oh. gemacht. Ich weiß. Ich So. kann keine Schmetterlinge mehr sehen. Klick. Ja, mache ich. Und wir sehen jetzt was anderes. Wir sehen weitere Schmetterlinge. Wir können hier Trophäen bekommen. Was für Trophäen gibt's denn? Ja. Und zählen die auch zu meinem Gamer-Score? Die zählen zu deinem Score, weil du keine einzige Trophäe besitzt. Ja, genau. So, zu meinem Dein Skill-Score. Hau als Gamer, ja genau, sein Skill entspricht der Trophäenanzahl, die er derzeit hat. Ja. Ich, So, du bist sprich Max, Max. ja, willkommen, das ist die Ranch deiner Mutter. Es wird dir hier sicher gefallen bei deiner Mutter und ihren Pferden. Da kommt sie. Hallo, Mutter Erika. Vor allem der ist so auf die Mutter fixiert. Ich meine, ja gut, werden wir gleich sehen. Er mag Erika und hat einen kranken Bart. Ja. Ah, Max, endlich seid ihr hier in Ponyville. Pony, es ist so schön, dich zu sehen. Bist du gut angekommen? Dein Zimmer ist soweit und alle wollen dich kennenlernen. Max, danke für deine Hilfe. Jo, kein Ding, ey. Es ist wenigstens ein Doppelbett. Ich glaube, du stehst auf mich und ich habe immer noch einen kranken Bart. Erika, das gehört zu meinen Aufgaben als Vater. Hallo Pony, hier beginnt dein neues Leben mit deiner Mutter. Ja, vor allem, er Nicht ist mit deinem so fixiert Vater. auf die Mutter. Gibt's Ja, doch aber nicht. nicht mit deinem Vater, nur mit deiner Mutter. Ja, wer weiß, was die auf dem Reiterhof so machen. Er heißt ja auch Reiterhof. Ja, das ist ein Reiterhof, also reitet man da. Also was machen die da wohl? Ist ja auch egal. Das Wie bin ich Pferdehof. denn eigentlich zustande gekommen? Willkommen, ich werde versuchen, in deinen nächsten Ferien für ein paar Tage herzukommen, wenn deine Mutter nicht da ist und deine Arbeit das zulässt. Auf Wiedersehen, Pony, auf Wiedersehen, Mutter. Ich komme bald wieder und ich grinse dumm. Ja, stimmt, das ist doch mal der Animations- oder nee, Quatsch, nicht Animations, der Comic-Anime-Style, den wir alle so vermissen. Sie schaut ein bisschen böse. Ja. Sie wird jetzt nicht mehr befriedigt, weil der Vater ja weggeht. Bis Da wäre ich bald, auch nicht Max. drauf. Ja. Hör mal, ich bin gerade sehr beschäftigt und ich weiß, dass es dir hier gefällt. Ich hatte gehofft, dass du uns hilfst. Kannst du noch etwas bleiben? Für eine Nacht vielleicht? Oh, ach so, ich habe schon wieder weitergeklickt. Ups. Ja, gar Ja, nicht. natürlich kann ich. Ja, ich will aber Zumindest eigentlich über nicht. Nacht. Doch über Nacht. Ja, Morgen früh fahre nur ich über dann. Nacht und danach bin ich ganz schnell wieder weg. Nein. Wirklich? Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Komm, ich zeige dir die Ranch. Wir können uns ins Stroh legen. Oh, ich muss schon sagen, es ist perverser als die verkackte Aufnahme, die wir vorhin hatten. Wir arbeiten dran. Und mein Kaffee ist alle. Oh weia, oh weia. Dann geh bitte schnell, dann kann ich mal hier ganz schnell weitermachen. Nein, Sonst kommen nein, wir nein, hier nie. nein. Wir werden hier nie fertig. So viel Zeit, ja. Wenn du dir nachher ein Pferd aussuchst, da habe ich eh wieder 15 Minuten für den Kaffee. Insofern. Ja. Los geht's, du darfst dir ein Pferd aussuchen. Bereit? Berühre das Erstellen-Symbol, um mir in den Stall zu folgen. Dazu sage ich jetzt nichts. Spricht sie jetzt mit dem Vater oder mit Pony? My little pony, My my little little pony. Pony. Isn't the Ah. world a lovely place? My little pony, my little pony. Ah. Mit dem Schiebepad kannst du dich um das Pferd herumbewegen. Drücke den X-Knopf oder B-Knopf, um den Zoom anzupassen. Du liest So. immer noch die Tutorial vor. Natürlich, muss ich doch. Knabstrupper. Ja, Klingt wir auch haben einen pervers. Knabstrupper. Uiuiui. Zeig Ja. gleich mal alle Fähigkeiten hier vom 3DS. Die alle, ja, man kann drehen. Man Boah, kann auch nach oben und unten gucken. nee, eben nicht nach unten. Nur nach oben. Nee, nach unten hier von unten. Aber wir können leider nicht da. Warte, doch, wir können. Hier, so, wir haben jetzt ein Weibchen. Sieht man auch. Jetzt stellen wir mal um auf ein Männchen. Komisch, hat sich irgendwie nichts geändert da unten. Ist der Schwanz vielleicht länger geworden? Ah, so, ja, stimmt. Ach, so Der ist ist der das bei leider auch Pferden. nicht. Aber wieso haben dann die weiblichen auch sowas hinten dran? Der Knabstrupper. So, ja, ich hatte gehofft, dass dieses Let's Play ja nicht allzu lange wird, aber wir verbrauchen ja hier schon so viel Zeit. Und außerdem, wir haben ja hier einen Charaktereditor, das wird ewig dauern. 25 Parts später und wir haben endlich unser erstes Pferd ausgesucht. Letztes Mal haben wir wirklich 10 Minuten oder so gebraucht. Ich hoffe, es geht jetzt schneller. Na, was war denn das, was wir das letzte Mal hatten?
Letztes Mal, es war ein knallweißes Pferd, aber frag mich nicht, was für eins. Ich Ich glaube, es. weiß nur, dass es fett war und ich will auch heute wieder, dass es ein fettes Pferd wird. Ja, du willst unbedingt ein fettes Pferd. Ich glaube, es Da war ein ist da was. Lipizzaner, genau. Ja, Lipizzaner. Und es war Cremello. Nicht, Ja, genau. was wir vorher Caramello. versehentlich Caramello genannt hatten, ja. Und So, und wir ich machen es bleib dabei. natürlich dick. Man sieht das ein wenig. Der Bauch wird da fett. Ja, nur fette Pferde gewinnen Galopprennen. Alle anderen So. kippen um nach der Hälfte, weil sie nicht genug gefressen haben. So, jetzt haben wir hier eine Augenfarbe. Haselnussbraun. Ich kenne Sieht nur man das? haselnussbraune Siehst Haut, du aber haselnussbraune diese Augen? haselnussbraunen Augen? Siehst du diese schwarzen Augen? Siehst du jetzt diese braunen Augen? Ich sehe sie Ja, die nicht. Veränderung ist Die ist sehr marginal, wenn nicht. detailreich. Die ist sogar nicht vorhanden. Blässe, schreibt man das nicht mit Ä? Naja, kommt drauf Das an. Blässe irgendwas anderes, was ich nicht Blässe kenne. ist, glaube ich, irgend so eine Art Blessur. Nein. Irgendwas am Ja, genau, Auge ist blaue es halt, Flecken. aber ich weiß nicht was. So, nehmen wir schwarze Augen, das merkt man eh nicht. Wie So, viele ist blaue jetzt. Flecken hat ein Pferd? Das kann man ja eh nicht ändern. So, jetzt können wir hier noch eine Main-Art auswählen. Lang war nicht schlecht, aber wir hatten hier ein paar tolle. Müssen wir zeigen. Hier geflochten. Das ist so geil. Und Ich vor will allem. Afro, aber Afro gibt's Ja, nicht. Pferdeafro, das wär's. Wir machen uns auf jeden Fall ein Emo-Pferd. Oh ja, So wie also. Lukes Esel in Professor Layton und. Was ist das denn? Das habe ich so noch nicht gesehen. Ne? Alter Vater. Vater vor allen Aber Dingen. der Alten Mulle. Punk ist geil. Ja, genau, den hatten wir, den Ja, aber Punk. den können wir noch nicht auswählen, den hätte ich so gerne. So, strubbig Strubbig. können wir theoretisch nehmen. Aber nö, ich will Tim was und ganz Struppi. Weißes. Da haben wir hier gelockt. Tim und Struppi umschreiben, dass er nicht mit einem Hund, sondern mit einem Pferd. Da haben wir hier noch sehr kurz, das sieht auch merkwürdig aus. Hinten ist nämlich irgendwie gar nichts zu sehen dann. Es ist halt sehr kurz. Dann haben wir kurz. Und sein Schwanz sieht aus wie so ein Feder, gerade eben. Naja. Welcher? Ja, bleiben wir jetzt bei lang, oder? So, Ja, bleiben wir bei das lang habe und ich ja das sieht gemacht. auch emo-mäßig ein bisschen aus. Passt schon. Oh, ist das nicht ganz so lang wie letztes Mal? Wir können ihn auch, wir können ihm auch noch Flecken geben. Können wir nicht? Gut, dann eben nicht. Schade. Ich will so ein Zebra-Motiv, aber das kriegen wir schon noch hin. So, du Wenn. darfst dir deinen Namen ausdenken, hast du gesagt? Dann darfst du das. Cool, das wird dir aber nicht gefallen. Hätte es jetzt schwarze Haare. Trotzdem, nenn's Hitler. Nein, 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 Bitte. bitte. Also, ich muss sagen, alles okay, aber das ist nicht mein Gut, Niveau. dann, wenn's vom Typ her ein Caramello ist, dann nenn's doch Dansen. Was ist Dansen? Dansen. Was ist das denn? Das ist auch etwas, was dir bestimmt deine Abonnenten in den Kommentaren erklären werden. Ich Oder weiß gib nicht, ich einfach glaube, mal die wissen das demnächst auf auch YouTube nicht. Caramel Dansen ein. Genau, Dansen. So schreibt man's. Karamell-Dansen. Ich Vielleicht sag nicht mal, jetzt. nee, das, ich kenne was anderes, aber das bestimmt nicht. Oder? Ist das so eine blöde Werbung? Nein, 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 nein. Lass dich überraschen. Komm, Na gut, mach von mir weiter. aus Pansen. Nehmen wir. klassische Box, Western Box können wir noch nicht nehmen. Okay, nehmen wir die klassische. So, Boah, aber das nächste dann Pony sieht aber benenne gut aus. ich. Und das heißt dann bestimmt Rainbow Dash. Oder so. Dansen ist großartig. Hätte ich es nicht Pansen nennen können, dann könnte ich da jetzt auch drüber lachen. Caramel Pansen ist nicht das, was ich, worauf ich hinweisen wollte. Das nächste könnte man dann Pansen Oh, nennen und dann. nein, Pferdeessen können wir es nennen. Pferdeessen ist großartig. Deine Mutter ist großartig, aber wir könnten da so viele Witze Pferd machen. essen. Das ist Dann dein schon Schnitzel. Schnitzel ist großartig, finde ich auch gut. Schnitzel. Oh, genau. Okay, das ist dein Tagebuch. Hier, nee, das ist dein Tagebuch. Hier wird alles aufgezeichnet, was du mit deinem Pferd machst. Was mache ich bitte mit meinem Pferd? Oh. Das wirst du dann im Tagebuch genau dokumentieren. Das Heute kann habe eine ich mit meinem Einstellung Pferd unmöglich Sachen sein. gemacht, die man nicht in ein Tagebuch schreibt. Pass gut darauf auf. Ja. Wenn dir jemand eine Aufgabe gibt, bekommst du eine kurze Notiz, die du in deinem Tagebuch nachlesen kannst. Jetzt wird es Zeit, dass ihr euch kennenlernt. Die Berühre Griechen das. oder ich weiß gar nicht wer haben das Kamasutra geschrieben. Axidus schreibt das Pferdetagebuch. Gucken, was da rauskommt. Nichts anderes. Berühre das betretene Symbol, um mir auf die Wiese zu folgen. Ja.
So. Naja, es werden wahrscheinlich nicht alle Stellungen möglich sein. Wenn man ein paar davon macht, wird man wahrscheinlich sterben. Wie viel wiegt denn so Boah. ein Pferd? Schön, schön, dass du das jetzt so ausführlich erklärst. Danke.